Servus. Heute geht es darum, wie ihr bei eurem Mountainbike, hier am Beispiel beim Cube 215, eure Bremse entlüften könnt. Ich zeige euch das am Beispiel eines SRAM Guide, wie das genau abläuft, was ihr dazu benötigt und wie ich zu 100% das System blasenfrei bzw. luftfrei bekomme. Viel Spaß beim Anschauen. So, jetzt geht es darum, was ich eigentlich alles dazu benötige. Ich benötige als erstes im Idealfall das Original SRAM Bleed Kit. Ich habe hier die Professional Version. Darin sind zwei Spritzen, höherwertige Spritzen mit Schraubanschluss und zwei verschiedenen Adaptern enthalten, die ich auch hier benötigen werde. Bei meinem Cube 215 ist es so, ich habe vorne den neueren Adapter, diesen Bleeding Edge, und hinten noch die alte Version. Dazu habe ich diverse sogenannte Bleed Blocks, die anstatt der Bremsbeläge eingesetzt werden. Je nach Bremse verschiedene Typen. Dafür sind auch noch kleine Ersatzteile mit dabei und auch ein kleines Werkzeug, welches ich aber nicht benutzen werde. Dann brauche ich natürlich die Bremsflüssigkeit. Ich habe bei diesem Set die Originalbremsflüssigkeit mit dabei gehabt. Die ist mittlerweile fast aufgebraucht, wurde schon geöffnet. Die werde ich hier nicht mehr verwenden, da die Bremsflüssigkeit hygroskopisch ist. Das bedeutet, sie nimmt Wasser aus der Umgebungsluft auf. Und auch das der Grund dafür ist, warum sie eigentlich einmal im Jahr erneuert werden sollte. Jetzt ist es so, ich habe die Möglichkeit, diverse andere Bremsflüssigkeiten zu kaufen. Ich verwende, da ich eben selbst Automechaniker bin, von Jurid das DOT 5.1, Super 5 Plus genannt. Kann man für knapp 5 Euro in jedem gut sortierten Autozubehörfachhandel kaufen. Und hier der Vorteil ist, ich habe hier knapp einen halben Liter für, wie gesagt, knapp 5 Euro. Zum Vergleich, die SRAM Bremsflüssigkeit mit 120 ml liegt irgendwo bei 9 oder 10 Euro. Dann benötige ich natürlich Werkzeug, um mein Vorderrad auszubauen. Und hier einen Drehmomentschlüssel von Vera, um oben am Bremszylinder die Schraube wieder mit dem richtigen Drehmoment festzuziehen. Ich würde euch dann empfehlen, noch zusätzlich Lappen bereitzulegen und bezüglich Arbeitsschutz auf Einmalhandschuhe und eine Brille zu setzen. So, wie geht's jetzt los? Ich baue jetzt als erstes zunächst das Vorderrad aus und zeige euch dann den nächsten Schritt, wie ihr weiter verfahren müsst. Als nächstes baut ihr dann die Bremsbeläge aus dem Bremssattel aus. Ich löse da zuerst die Schraube, ziehe hinten den Clip raus und drehe dann die Schraube raus. Das lege ich mir hier zur Seite, dass es nicht verloren geht. Danach ziehe ich die Bremsbeläge raus. Auch die lege ich mit der Klammer zur Seite, dass auch diese nicht verloren gehen. Und setze dann den passenden Bleedblock ein. Für manche Modelle, wie zum Beispiel hier Guide Ultimate oder hier Avid, sind die Inschriften für den jeweiligen Bremssattel schon draufgeprägt. Falls nicht, müsst ihr einfach probieren, welcher für euren Bremssattel am besten passt. Für mein Modell, die Guide R, passt hier dieser Avid Nummer 4 Bleedblock am besten. Diesen setze ich jetzt so ein, bis er ganz vorne ansteht. Als nächstes muss ich den Zylinder nach unten stellen. Dazu löse ich mit einem Torx 25 hier oben die Schelle, drehe den Zylinder nach unten, schiebe ihn leicht drüber und ziehe ihn wieder leicht an. Im nächsten Schritt
befülle ich beide Spritzen mit frischer Bremsflüssigkeit. Ich habe mir jetzt diese Jurid-Bremsflüssigkeit in dieses Behältnis eingefüllt, weil der Anschluss hier größer ist und ich mit diesem Bleeding Edge Adapter leichter hineinkomme. Ich mache eine Spritze circa zur Hälfte, die andere ungefähr zu einem Drittel voll. Funktioniert ganz leicht, ihr müsst nur darauf achten, dass dieser Verschluss hier geöffnet ist. Drückt zuerst ganz nach vorne, steckt das hier rein, zieht die Spritze auf. Hier bis zur Hälfte. Dann auch kurz verschließen. Zur Seite legen, die andere Spritze, Anschluss öffnen, hinein, nach vorne, Spritze aufziehen, bis circa ein Drittel, raus, verschließen, kurz zur Seite legen. Und das Bremsflüssigkeitsbehältnis auch wieder verschließen und weiter zum nächsten Schritt. Es ist jetzt essentiell wichtig, dass die Spritzen komplett frei von Luft sind. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr habt sie hier befüllt und baut ganz leicht bei verschlossenem, ich hoffe, ihr könnt das sehen, bei verschlossenem Schlauch Unterdruck auf. Ein paar Mal. Das löst die Luftreste in der Flüssigkeit selbst. Ich hoffe, man kann es erkennen, wie nach wie vor kleine Luftbläschen aus der Flüssigkeit aufsteigen. Und es ist ganz wichtig, dass dieser Schritt zu 100% korrekt durchgeführt wird, sonst entlüftet ihr euch einen Wolf. Ich mache das eben kurz fertig, auch mit der anderen Spritze, und melde mich gleich wieder. Ich schließe jetzt die entlüftete und befüllte Spritze an. Das funktioniert, indem ich diesen kleinen Verschluss am Bremssattel abnehme und zur Seite lege, den Bleeding Edge Adapter bis zum hörbaren Klicken einraste und nach links drehe. Das mache ich jetzt auch an der oberen Bremse. Ich öffne diesen Verschluss mit dem Torx 10. Lege mir die Schraube zur Seite. Es kann etwas Bremsflüssigkeit austreten, das ist ganz normal. Und schließe auch hier die korrekt befüllte und entlüftete Spritze an. Allerdings hier, wie bei der alten Version des Bremssattels, durch ein Drehen. Achtet darauf bitte, dass die Dichtung beim Anschluss absolut intakt ist. Ich öffne jetzt beide Spritzen und drücke von unten nach oben ca. 5 bis 10 ml frische Bremsflüssigkeit durch. Ihr seht schon, zu zweit ist es definitiv leichter. Ob ihr hier sauber gearbeitet habt, erkennt ihr sofort, wenn der Stempel der oberen Spritze relativ zügig und ohne Blasenbildung aufsteigt. Und ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann, eine leicht verfärbte Bremsflüssigkeit austritt. Jetzt geht es weiter, indem ich mir mit einem kleinen Trick behelfe. Ich
Ich muss hier jetzt den Zulauf verschließen. Das funktioniert, indem ich den Bremshebel ziehe. Ich nehme dazu einen Haken mit meiner Freundin. Sie wird mich dafür hassen, aber das ist in diesem Sinn eigentlich das beste Hilfsmittel. Ihr braucht keine Kabelbinder, die ihr danach wieder durchzwickt. Einfach ein kleines Gummiband oder eben den Haargummi der Freundin. Dann verschließe ich ihn hier, den Bremsgriff, Haargummi drüber. Zweites Mal rum. Und jetzt entlüfte ich den Bremssattel. Das funktioniert, indem ich mit der unteren Spritze durch leichtes Ziehen ein Vakuum aufbaue. Und man sieht sofort, wie hier Luftblasen rauskommen, sprich ich hatte leicht Luft drin. Dann ziehe ich die Luftblasen komplett raus und verschließe danach, wenn keine Luftblasen mehr kommen, die Spritze. Jetzt geht es weiter, indem ich auf der unteren Spritze Druck aufbaue, gleichzeitig den Bremshebel löse und mit leichtem Druck während stetigen Pumpen die Bremsflüssigkeit nach oben durchdrücke. Ich betätige den Bremshebel dabei ca. 8 bis 12 Mal, je nachdem. Ich löse also zuerst das Gummiband. Führe den Hebel langsam zurück. Öffne die untere Spritze. Und baue auf der unteren Spritze Druck auf. Jetzt betätige ich den Hebel ca. 8 bis 12 Mal. Ich sehe, dass ich auch hier sauber gearbeitet habe. Es kommen keine Luftblasen im Schlauch der oberen Spritze durch. Beim Hebelziehen lieber 2-3 Mal öfter. Nur beachten, dass ihr in der unteren Spritze genug Bremsflüssigkeit drin habt. Ich ziehe den Hebel, schließe die untere Spritze. Ich kann den Bleeding Edge Adapter gleich nach rechts drehen, somit ist der Entlüftungsanschluss verschlossen. Und abziehen. Und die obere Spritze verschließen. Den Anschluss rausdrehen. Kleine Sorge, ich kann die Bremsflüssigkeit austreten und drehe die Verschlussschraube. Mit 1,2 Newtonmeter fest. Wichtig ist, dass alle Flächen, insbesondere lackierte Teile, die mit Bremsflüssigkeit in Berührung waren, ziemlich zügig gereinigt werden, da die Bremsflüssigkeit Lacke und so weiter anlöst. Ich mache das eben kurz und melde mich gleich wieder. Ich bin jetzt mit der Entlüftung fertig. Ich werde jetzt das Vorderrad wieder einbauen, die Bremsbeläge wieder einbauen und so weiter. Auch den Hebel wieder einstellen, sodass er für mein persönliches Befinden passt. Jetzt ist es so,
die Bremsflüssigkeit, die ihr hier verwendet habt, die muss unbedingt nicht in den Gulli etc. pp. Entsorgt werden, sondern definitiv als Sondermüll im Wertstoffhof. Bitte erkundigt euch, wo ihr das genau machen könnt. Dieses Zeug ist wirklich ein Teufelszeug und absolut hochgiftig. Meines Erachtens leider nicht so ganz verständlich, warum die Bremsenhersteller diese Flüssigkeit verwenden. Es gäbe da auch mehrere umweltschonendere Varianten. Wie gesagt, ich baue jetzt alles kurz zusammen und melde mich gleich nochmal. Wenn ihr mit allem fertig seid, kontrolliert noch kurz, ob ihr ausreichend Bremsdruck habt. Das ist hier bei mir der Fall. Ich kann den Hebel auch nicht bis zum Lenker durchziehen, das ist ganz wichtig. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg beim Nachmachen. Wenn ihr Fragen habt, euch noch weitere Tipps von uns geben lassen wollt, das könnt ihr gerne machen. Einfach einen Kommentar da lassen, liked uns, lasst uns ein Abo da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Servus.